Hallo und herzlich willkommen zum Fragenfreitag. Ja, das Prinzip ist vielleicht einigen schon klar. Wir werden 10 Fragen, die wir von euch gestellt bekommen haben, Dingsbumsen. Ach, Bumsen, ja. Beantworten, genau. Und ich würde mal sagen, beginnen wir auch schon mit der ersten Frage. Im Hintergrund seht ihr natürlich die Binding of Isaac hier. Und natürlich. Ja, geht's mal los. Also erste Frage, wie seid ihr auf YouTube gekommen? Du dich. Du. Ich. Also, wir hatten ja schon so wenig Erfahrung mit YouTube. Darauf möchte ich eigentlich gar nicht eingehen. Wir hatten beide schon einen Channel. Ja, deine Videos hier mit 50.000 Aufrufen. Ja, ja. Ist auch echt so, ne? 50.000 Aufrufe, das ist schon. Kann auch schon mal ein Like da lassen. Nein. Also, ja, wir hatten halt schon ein bisschen Erfahrung mit YouTube und dachte ich mir so, ja, Psycho und ich zock an sich zusammen gerne und machen halt auch viel zusammen, wir sind Nachbarn. Also, kann man ja vielleicht mal verraten. Und daher haben wir so schon viel zusammen gemacht, wir waren in der selben Grundschulklasse, jetzt leider nicht mehr, aber okay. Und ja, da haben wir, hab ich ihn eines schönen Sommertages gefragt. Hab ich ihn so gefragt, ey, du! Du bist aber cool, wollen wir vielleicht zusammen YouTube machen? Und er hat gesagt, ja, und seitdem? So sind wir quasi auf YouTube gekommen. Ich habe ihn einfach so gefragt und er hat halt so gemeint, ja, mal gucken und so. Und ja, dann läuft. Ja, ja, war, wie sich herausgestellt hat, eine ganz nice, geile Entscheidung. Mega, mega nice Entscheidung. Ja. 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 Nummer 2. was habt ihr beiden noch für Pläne in der Zukunft? So, das machst du zum Anfang. Ja, so. Ja, wir wollen natürlich in hoffentlich ja diesem Jahr noch die 1000 Abonnenten knacken. Das wäre natürlich übelst geil. Die 100 haben wir ja fast geknackt, kann man ja dazu ja, sagen. Ja. Also 99, Leute, lasst ein Abo da. Eins. Ja, nur danach eins. Danach könnt ihr uns... Nee, abonnieren, aber eins möchten wir. Ja. Eins möchten wir. Ja, wenn wir natürlich ein bisschen berühmter werden mit YouTube, vielleicht auch One, Two, Three Money verdienen und so. Ja, ja gut. Es klingt jetzt so, als ob es so ums Geld geht. Natürlich nicht. Es geht also im Vordergrund einfach darum, coole Videos hochzuladen, damit einfach wir haben Spaß an der ganzen Geschichte und hoffen halt, dass es euch Spaß macht. Das ist einfach unser Hauptziel. Und warum sollte man einfach das, was einen Spaß macht, nicht versuchen, gut, Geld umzusetzen? Ja, ja oder ich meine, wenn es euch gefällt, freut uns das. Wenn ihr uns das eine Abo oder Abo oder Daumen nach oben zeigt, da freuen wir uns immer wieder drüber. Ja, ihr müsst, wenn ihr lesen könntet, wie wir immer schreiben, oh, wir, wenn ihr mir Sprache über uns schickt und schreibt, oh, jo, was geht denn mit denen? 4 Abos mehr, das ist ja richtig geil. Junge, da denke ich mir immer so, ja, läuft. Und ja, das ist einfach so unser Ziel, dass es euch und uns gefällt. Also, das ist hauptsächlich euch, aber. Und soll es natürlich Spaß machen. Das ist ja klar. Und das macht's auch. Ja, so. Ja. Also, Ziel, wir wollen weiterhin Videos der extra Klasse bringen. Nein. Also einfach so weitermachen, dass regelmäßig möglichst täglich Videos kommen und wir auch halt Spaß dran haben. Und sobald das nicht mehr der Fall sein wird, weiß ich nicht, es wird einfach nicht der Fall sein, weil es einfach Zocken Spaß macht und es macht Spaß, Sachen mit Freunden zu teilen, also mit Abonnenten quasi in dem Fall. Und ja. Ja, und kommen wir auch gleich mal zur Frage Nummer 3. Würdet ihr auch mit großen YouTubern Projekte starten? Das ist einfach ganz schnell zu beantworten mit ja. Natürlich, warum nicht? Ich meine, wir würden noch mit kleineren YouTuber-Projekten starten, das ist so nicht. Also, halt Leute, die Bock haben. Warum nicht? Wir sind dafür auf jeden Fall für alles offen. Ja. So.
haben wir natürlich die nächste Frage. Kommen mal wieder Aufnahmen auf dem PC? Ich werde jetzt erstmal von uns beide antworten, da ich merke, dass Psyche sich immer was mutet. Also in leerer Zeitraum, also redet mal jetzt mal von den nächsten Vierteljahr, dann Lyle. Also da muss ich euch, denke ich mal, enttäuschen, oder? Siehst du das genauso? Ja. Anscheinend warte ja mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte. Genau. Ja, hat auch schon recht, so nächstes Jahr wird es wahrscheinlich nicht kommen, aber ich werde mir aus privaten Gründen werde mir auch einen Laptop mal holen. So für Praktikum und alles so Zeug. Ja, und da brauche ich natürlich halt einen ordentlichen Laptop und den werde ich natürlich auch für Zocken benutzen und alles. Ja. Und kommen wir dann auch gleich zur nächsten Frage. Auf welches Spiel freut ihr euch am meisten in dem Jahr 2015? Also, um das jetzt einfach mal schnell zu machen, nicht so wie vorhin, The Witcher 3. The Witcher 3. Ja, ich habe mich natürlich, ich habe mich natürlich übelst auf Dying Light gefreut. Da das jetzt aber schon draußen ist, ist das nächste Spiel, auf was ich mich auf jeden Fall freue, erstmal Borderlands Saints and Jack Edition, und wenn das natürlich dann draußen ist, dann kommt natürlich Black Ops 3. Ja, werdet ihr natürlich alles auch auf unserem Channel sehen, also verfolgt weiter, um mehr Informationen zu erfahren. Ja, Frage 6. Könnt ihr euch vorstellen, später mal Vlogs zu machen? Ja, also das, um das nicht wieder zu weit rauszureißen, ja, Vlogs, ja, aber zeigen. Na, nicht unbedingt, also kommt halt drauf an. Ja, ich meine, wenn wir jetzt mein Weg 500.000, was weiß ich, also jetzt nur als Beispiel, das ist jetzt weiter hergeholt, sich zeigt im Internet, da ist das schon was anderes, wie wenn man sich mit 100 Abonnenten zeigt. Also, man kann sie nie sagen, nie, aber ich meine, wir sind 14, beziehungsweise, ja, doch, 14, sagen wir mal jetzt einfach mal 14. Und, ja. Das da auf jeden Fall noch nicht. Mal gucken, wenn wir älter sind oder so. Also Vlog auf jeden Fall, die werden kommen, vielleicht auch näherer Zeit, mal gucken, aber zeigen und so, das ist halt nicht so. Ja, ich gebe teilweise auch mal das Recht und so, dass es jetzt erstmal so wird, wenn wir auch ein bisschen älter sind als wenn wir auch schon berühmter sind in YouTube und alles. Ja. Und ich werde mich auf jeden Fall mal irgendwann zeigen, das können auch schon wissen. Ja, und ich hoffe, das hat sich jetzt erstmal für euch geklärt, und würde ich mal sagen, gehen wir weiter zur nächsten Frage. Zockt ihr auch mal DayZ, Arma 3 oder andere? Also oder andere meinen der Fragesteller jetzt hier zum Beispiel auch nochmal H1Z1 oder halt solche Survival Games und wie auch The Forest und alles. Ja, warte mal, ist deine Meinung? Ja, naja, du hast jetzt ja quasi schon für uns beide gesprochen. Ja, es wird bestimmt kommen, aber halt nicht, wie es, also wie halt Laptop, nicht in nächster Zeit halt dadurch. Ja, also wenn ich Laptop habe und gönn mir einfach mal das Game, dann ja klar, warum denn nicht? Ja, ja eben. Frage Nummer 8, wann macht ihr meine Roomtour? Ist eigentlich ganz leicht zu beantworten, und das macht man Marius. 5000, aber dann... Ja. Ja. Also abonnieren. Wahrscheinlich dann ja. Ich würde sagen, also vielleicht dann, wenn wir das schaffen, die 5000 Abonnenten, vielleicht seht ihr nächstes Jahr eine Roomtour von uns. Ja. Also ihr wisst Bescheid, abonnieren, Werbung machen. Kein Plan. Ja. Überhaupt nicht abo geil. Wir noch nicht, also. Los, los. Ja, nächste Frage. Ja, klar, es kommt jetzt abo geil. Warte mal, ich warte. Ja, mach du erst mal die Frage, stell, damit wir die erstmal durch haben. Nee, mach. Jetzt, das kommt jetzt vielleicht offensichtlich, aber ich höre neben bei Musik, das soll ich nicht machen. Das kommt jetzt vielleicht abogeil rüber. Aber es ist halt einfach nicht unser Wunsch, unser Hobby halt einfach so groß zu bringen. Und dazu brauchen wir halt Abos. Und das deswegen, also nicht wundern, wenn wir jetzt halt so sagen, ja, abonnieren. Das ist halt einfach. Ja, ist halt einfach so. Ohne Abos schafft man halt nicht auf YouTube.
Angenommen, wir hätten jetzt schon 1000 Abonnenten, dann würden wir auf jeden Fall nicht in jedem Video sagen abonnieren. Aber jetzt brauchen wir halt noch die Abos. Ja. Sorry, Moment, ich muss mal kurz Pause drücken. Kommen wir mal zu Frage Nummer 9. Die vorletzte Frage, wann lässt bei dir mal wieder Horrorspiele? Ja, wenn welche cool rauskommen. Ja. Eigentlich ganz einfach. Vielleicht sogar PT, ich weiß es nicht genau, ob ich mir überhaupt noch hole. Also ich auf jeden Fall nicht. Ja, das glaub ich hier. Ja, aber wie gesagt, mal ich dich damals im Livestream gepuselt habe. Ja, mal schauen, wie es wird und alles. Ja. Und dann kommen wir auch zur letzten Frage. Bindet ihr meine Webcam in eure Videos ein? Und das beantworte ich mal fix. Ich würde eigentlich sagen, dass ja, das ist eigentlich jetzt das gleiche wie bei Vlogs, also jetzt noch nicht, später dann mal halt, wenn wir mehr Abonnenten haben und alles. Dazu kommt jetzt natürlich noch das, was Maus gerade eben gesagt hat, das mit dem Abo geil und alles. Ja. Aber ihr wisst ja jetzt warum, hoffentlich versteht das auch. Ja klar, also jeder, der selber YouTube macht, versteht das, weil einfach das Ziel ist, mehr Abonnenten zu bekommen. Klar, jetzt das große, selbst große YouTuber sagen jetzt ja hier, also die sagen positive Wertung, aber die haben halt keine Abos mehr nötig, aber als die kleiner waren, haben die das 100% auch so gemacht. Das sollte jetzt keiner sagen, öh, ist ein Abo geil, weil es einfach jeder, der groß, also der, das heißt groß rauskommt, der war wirklich, der Hobby zum Beruf machen möchte, einfach das so machen würde, ja. Ja. Und so, also an dieser Stelle, danke für die Abonnenten, 99 von uns, und wir hoffen, dass wir morgen die 100 Abonnenten schaffen, damit wir das noch im Februar haben. Also ein Abo wäre schon noch geil, wie gesagt. Ja, wisst Bescheid, was ihr machen müsst. Erstellt einen neuen Account und abonniert uns. So richtig frech, Alter. Nein, natürlich nicht. Nein. Ja, also wenn es euch gefallen hat, wisst ihr ja, was ihr machen müsst. Ich kämpfe gerade hier gegen das größte Arschloch. Alter, wie das aussieht. Ich wollte doch irgendwas sagen, ich hab's auch schon vergessen. Ich will das gar nicht angreifen, dann sieht das gar nicht mehr so aus. Ja, und dann sehen wir uns morgen beim Mega Samstag wieder. Ja. Also, haut rein und tschüss. Ich will nochmal sterben. Ciao. Tada!